Konzentrationsschwierigkeiten, gestresst sein, Kopfschmerzen, Zähneknirschen. Kommt dir das alles irgendwie bekannt vor? Wusstest du, dass Digital Overload einer der Hauptgründe dafür ist? Was bedeutet das? Du verbringst unglaublich viel Zeit vor deinem Handy, vor dem Laptop, vielleicht sogar auch vor dem Fernseher. Unser Körper, unser Nervensystem, unser Gehirn ist dafür aber nicht ausgelegt. Das heißt, jeden Tag überfordern wir vor allem unsere Augen extrem damit, mit all diesen Informationen, die über die digitalen Medien auf uns reinprasseln. Das ist nicht nur anstrengend für die Augen, sondern vor allem für unser Gehirn, das all diese Informationen verarbeiten und bewerten muss. Das Gute daran, es gibt viele Möglichkeiten mit einfachen kleinen Übungen, die du in deinen Alltag einbauen kannst, um gegen diesen Digital Overload vorzugehen und die Symptome Stück für Stück zu reduzieren. Das heißt, du bringst mehr Gelassenheit, mehr Entspannung, mehr Fokus, mehr Konzentration, weniger Verspannung und weniger Schmerzen in deinen Alltag. Und wie funktioniert das Ganze? Die Grundlage dafür ist Neuroplastizität, also die Fähigkeit von deinem Gehirn, sich umzubauen, sowohl funktionell als auch strukturell. Was du dafür brauchst, sind neue Anreize, neue Impulse. Das geht am besten, indem du über die drei bewegungssteuernden Systeme, also über deine Augen, über dein Gleichgewicht und über Bewegung und Körperwahrnehmung deinem Körper mehr Informationen gibst. In den nächsten Videos lernst du mit ganz vielen Kleinigkeiten, wie du das direkt in deinen Alltag einbinden kannst. Damit dir das gelingt und du eine gute Gewohnheit daraus aufbauen kannst, gebe ich dir drei Tipps. Als erstes, du brauchst einen guten Auslöser, einen Trigger. Am besten nimmst du irgendetwas, was du sowieso jeden Tag schon machst. Ob das das morgendliche Aufstehen ist, Zähneputzen am Morgen oder am Abend oder der Kaffee am Morgen. Die Tätigkeit, die du jeden Tag tust, verbinde die Übung am besten damit. Punkt Nummer zwei, du brauchst eine Routine. Das heißt, der Anreiz, diese Übung immer wieder zu machen, wird besser, indem du es wiederholst. Versuch also nachhaltig, Stück für Stück, die Übungen wirklich für ein paar Tage durchzuhalten. Und Punkt Nummer drei, nur wenn du dich dafür belohnst, hast du dann auch die Energie, diese Routine aufrechtzuerhalten. Wie kann so eine Belohnung aussehen? In meinem Fall eine gute Tasse Kaffee, ein Spaziergang an der frischen Luft oder vielleicht auch ein Telefonat mit Familie oder Freunden. Auch das ist sehr individuell. Schau also für dich, wie du in deiner täglichen Routine es schaffst, einen Auslöser zu finden, den du jeden Tag hast. Baue dann die Übung routiniert in deinen Tag ein und belohne dich dafür. Und dann wird es dir sehr, sehr schnell gelingen, entspannter zu sein, mehr Bewegung in den Alltag einzubauen und vor allem dich wohler zu fühlen in deinem eigenen Körper. Mit mehr Fokus und mehr Konzentration. Wir zeigen dir Stück für Stück, wie das gelingen kann. Denk aber daran, jeder Körper ist individuell. Jeder Mensch reagiert etwas anders auf die unterschiedlichen Übungen und auch auf die unterschiedlichen Hilfsmittel. Falls du dich also ein bisschen hilflos fühlst oder das Gefühl hast, du brauchst mehr Beratung, arbeite am besten mit einer Expertin oder mit einem Experten zusammen. Auch das findest du alles hier auf dieser Seite. Ich wünsche dir ganz viel Spaß dabei, deinen Körper ein Stück weit wieder neu zu entdecken, ihm zu vertrauen und Stück für Stück mehr Leichtigkeit, Gelassenheit und vor allem Fokus und Konzentration in deinem Alltag zu genießen.